Heute sind wir unterwegs zu Sabine. Und Sabine ist eine richtige Macherin, die baut alles selber auf. Ihre Freundin Jana hat gedacht, ich möchte sie gerne unterstützen und hat einen Wunsch eingereicht bei unserer Wünsch dir was Aktion. Und was das heute ist, das zeigen wir dir jetzt. Keiner wusste voneinander, was passiert, ne? Handyempfang war nicht. Ich war also nicht alleine, das war auch wirklich gut, das werde ich auch in meinem Leben nicht vergessen. Das war wie in einem Film, als wenn das gar nicht echt wäre. Ne? Das war schon ein schlimmes Gefühl. Ja. Ich kann nicht mehr sagen, wie ich dann zu meiner Tochter gekommen bin. Ne? Das kriege ich nicht mehr hinter. Da merkt man schon, dass man da wirklich ja, auch im Schockzustand war tatsächlich. Ne? Und das war halt das Schlimme. Ne? Hier okay, aber hinten halt, ne? Da war alles weg, bis man erstmal gecheckt hat, wie krass der Zustand ist. Also, ne, dass man so viel abreißen musste. Erst habe ich gedacht, ja, ach, dann mache ich ein bisschen die Fliesen an der Badewanne weg und dann ein bisschen da trocknen lassen. Und dann hat sich das. Nein. Hallo, Andrea, yeah. Hallo, hallo. Das heißt, du bist Sabine. Ja, ich bin die Sabine. Ja, hallo. Und da unten ist jemand schon am Arbeiten hier, fleißig. Ja, das ist ein richtiger, richtig super Treppenbauer noch. Danke, Jana. Jo, danke, Jana. Genau, also ich bin Jana, ich bin aus Erftstadt. Wir sind auch betroffen gewesen dann beim Wasser und ich war zu dem Zeitpunkt im Urlaub und die Sabine ist meine Arbeitskollegin, also wir arbeiten zusammen in der stationären Jugendhilfe und ja, keiner wusste voneinander, was passiert, ne? Handyempfang war nicht und ja, nachdem wir dann unser Haus leergeräumt haben, haben wir uns hier alle getroffen an dem Samstag und mit unseren anderen Kollegen, Freunden noch und haben hier alles leergeräumt. Ne? Genau, der Mann von der Kollegin, der hat auch noch welche besorgt, die kamen mit einem Trecker aus der Eifel, ne, mit einem Hänger und dann haben wir hier noch alles weggekarrt von den Nachbarn noch von da hinten, da ist ein Altenheim, ne, das ganze Zeug von denen auch alles noch auf diese Sammelstellen, die es dann hier überall gab. Ne. Bei mir war es so, ich war im Dienst gewesen, ich habe mein Haus verlassen, da war alles gut. Der Dachdecker war vorher noch da und hat dies und das hier irgendwie noch, ich habe noch, das werde ich nie vergessen, mit weißer Farbe hier so kleine Kleckse, so Drecksdinger irgendwie weggemacht. Alles war schön und dann bin ich dann erst freitags mittags wieder nach Hause gekommen, weil ich im Dienst war und mich keiner ablösen konnte. Die steckten ja alle fest, ne? Die Kollegen, die aus Erftstadt kamen, da war ja dann nachher dieses Riesenloch, da keiner kam mehr irgendwo hin. Ne? Ja, ich habe in der Nacht noch irgendwie und an dem Abend noch mit einem Nachbarn telefoniert, der hat dann gesagt, komm bloß nicht, es ist ganz schlimm, komm bloß nicht. Und mit meinen Kindern hatte ich noch geschrieben, telefoniert und mit ein, zwei Freunden, dass die wurden evakuiert und die waren alle in Sicherheit, das war dann schon mal gut. Aber das war schon ein komisches Gefühl. Ne? Ich sah aus der Ferne, ne, das ganze Tatütata und Gedönse und man denkt, oha, jetzt hast du, was ist passiert? Ne? Ja, aus dem Grund, ne? Die Sabine hat leider Gottes auch keine Versicherung gehabt, das heißt, sie stemmt alles alleine mit der Aufbau- oder Wiederaufbauhilfe, was ja aber bei weitem nicht reicht. Ne? Hier ist ne, in den Bauarbeiten so viele Sachen noch hinzugekommen, die gemacht werden mussten und das summiert sich und Sabine managt das alles alleine und ja, um da noch zu unterstützen, habe ich gesagt, dann melde ich sie da an. Und eigentlich waren es Stuckarbeiten gewesen. Genau, die allererste Idee da waren. Und auf der anderen Seite, ja, das kann man dann die ganzen Stuckarbeiten, ne? Und dann hat sie ja davon erfahren und dann hatte sie die Idee mit der Treppe, was natürlich auch sicherheitsbedingt viel wichtiger ist wie Stuckarbeiten, ne? Ohne Frage. Genau. Also hier im Flur hat es ungefähr bis hier gestanden. Entsprechend war die Treppe komplett unter Wasser und weil das mehrfach verleimte Holzdinger sind, da war noch was anderes drauf, aber
Und da ist so ein Metallgestell drunter und dieses Holz, weil das kontaminiert ist und völlig verschimmelt und vergammelt ist, muss das raus. Und weil das in so ein Metallgestell reinkommt, muss halt jede Stufe einzeln extra hergestellt werden. Ne? Genau. Und dafür haben wir den wunderbaren Schreiner, der das richtig gut kann. Total froh und dankbar, ne? Weil echt das Geld jetzt knapp geworden ist auch und das sind ja jetzt so die letzten Dinge, die gemacht werden. Das ist schon echt hilfreich und ich bin da echt dankbar, sehr, ja. Also mit Unterstützung, ne? Nochmal, ich habe eine Familie, ich habe am Anfang, ich habe ja ungefähr ein Dreivierteljahr gar nicht hier gewohnt, das ging ja gar nicht, ne? Und da habe ich bei der Familie gewohnt, ne? Bei der Tochter und Schwiegersohn und bei den Eltern von ihm und das war auch das ganze Dorf, die wohnen in einem kleinen Dorf und ich bin da so aufgenommen worden, das war so, ja, es war eine schwere Zeit, aber auch eine gute Zeit, ne, beides, ja. Der Mann von der, oder der damals, also ist fast der Mann, ne, die heiraten übermorgen, der hat mich abgeholt auf der Arbeit und ich hatte ein paar Tage vorher, zufälligerweise hatte ich mein Auto verkauft und hatte zu dem Zeitpunkt gar kein Auto. Und dann bin ich mit dem zusammen hier hingefahren. Ich war also nicht alleine, das war auch wirklich gut. Das werde ich auch in meinem Leben nicht vergessen. Und ja, man ist ja reingekommen und ich dachte, das war wie in einem Film, als wenn das gar nicht echt wäre. Ne? Das war schon ein schlimmes Gefühl, ja. Und ja, ich bin, wie gesagt, sehr dankbar, dass ich nicht alleine war. Und dann ja, haben wir direkt einen Plan uns gemacht, mit was fangen wir an, was machen wir jetzt. Ne? Das, ja. Dann haben wir angefangen, die ersten Sachen rauszuräumen. Ne? Und ich kann aber auch heute nicht mehr sagen, wie ich dann, habe ich ja natürlich hier nicht mehr geschlafen, das ging ja gar nicht mehr. Ich kann nicht mehr sagen, wie ich dann zu meiner Tochter gekommen bin. Ne? Das kriege ich nicht mehr hinter. Da merkt man schon, dass man da wirklich ja auch im Schockzustand war tatsächlich. Ne? Hier drinnen stand auch so 10 cm ungefähr. Ne? Hier war das jetzt nicht so schlimm, sage ich mal. Es sah halt schlimm aus, weil der ganze Schlamm und alles. Und einige Möbel sind auch kaputt gewesen. Ne? Ja, hier die ganzen Böden natürlich, die sind rausgerissen worden. Dann hier an den Wänden rundherum, ja, ich weiß nicht, so einen Meter oder so, ne? Und dann haben wir dann halt dabei diese Wand entdeckt dahinter. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, jetzt oder nie. Dann haben wir die komplett abgestemmt, ne? Also erstmal da oben, da ist noch so eine Lücke, da war so ein Leerrohr drin. Das haben wir dann auch so gelassen. Da kommt dann noch so eine Lichtleiste rein. Und da war ein weißer Stein in der Mitte, ganz kurios, den haben wir dann herausgeholt. Und jetzt, wohnen jetzt immer die Handwerker und die Helfer und so, die sind da alle drin. Ja, das soll so sein, das wird immer an die Flut erinnern und dann ist da auch noch ein Wichtel, der ist noch von Weihnachten übrig. Genau, und die Handwerker sind da, ohne die man das niemals geschafft hätte. Die ganzen Helfer und so, ne? Ja, das muss ich auch sagen, ne? Wir haben alle so viel Helfer. Das war wirklich, da war, muss ich sagen, Facebook echt eine Rettung. Ohne Facebook hätte ich das, also kann ich gar nicht sagen, wie man an die Leute gekommen wäre, ne? Immer wieder, dann hat man da jemanden bekommen, der kannte wieder welche von der Organisation oder von einem Helfertrupp und so. Sind hier so viele Menschen hergekommen, dass ich... Wahnsinn. Ich habe auch jetzt, ich will noch ein Helferfest machen, weil ich zu vielen auch noch Kontakt habe und habe jetzt hier ein paar Bilder ausgedruckt und dann mache ich dann, können wir ja gleich mal gucken, so ein Album. Ja, und das wird man nie vergessen. Ohne diese Menschen hätte man das niemals geschafft, nie. Ne, auch seelisch nicht, ne? Wie oft ich in den Arm genommen wurde von fremden Leuten, ne? Das hat einem viel Kraft und Stärke gegeben. Ne? Und halt auch das Dorf, in dem ich dann, ne, da war, manche kannte ich vorher, also hier bei meiner Familie, manche kannte ich, aber andere auch nicht so. Und da sind aber auch viele Freundschaften entstanden. Ne? Und ja, wir machen immer mal was zusammen. Das ist geblieben einfach auch. Ne? Mhm.
die erste Zeit, ich habe ja dann auch lange auf der Couch noch geschlafen, ne? Weil ich kann euch das gleich zeigen, mein Anbau, da wo es Bad und Schlafzimmer und so ist, das geht ja ein paar Stufen tiefer, da war ja alles weg. Und da, da vorne ist ein Gästeklo, das konnte ich dann benutzen, habe ich mich in der Küche gewaschen. Manchmal bin ich im Sportstudio duschen gegangen, ne, weil es anders nicht ging. Also man hat sich dann da so beholfen, weil dieses Hin- und Herfahren immer, das hat mich echt viel Kraft gekostet. Und so war ich dann früh morgens auch schon hier, wenn Handwerker kamen und so. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, ich weiß nicht, nach einem Dreivierteljahr oder ja, ich weiß es gar nicht mehr, dass ich dann habe ich immer öfter hier auf der Couch geschlafen dann auch, ne? Das war auch, hier stand alles voll, das war nicht schön, aber egal, man gewöhnt sich dran. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der so jammerig ist oder so, ne? Dann ja, muss man die Ärmel hochkrempeln und dann ist es, ja, es muss ja weitergehen, ne? Ja, und das war halt das Schlimme, ne? Hier, okay, aber, ne, und auch der Keller, das war halt auch, der ist auch, ist ja logisch, komplett abgesoffen mit der Heizung und so, da habe ich auch noch viel Quabbel mit, aber hinten halt, ne, da war alles weg. Ja, das hat aber auch noch so anderthalb Monate gedauert, bis man erstmal gecheckt hat, wie krass der Zustand ist. Also, ne, dass man so viel abreißen musste. Erst habe ich gedacht, ja, ach, dann mache ich ein bisschen die Fliesen an der Badewanne weg und dann ein bisschen da trocknen lassen. Und dann hat sich das. Nein, da ist so eine Ecke, so eine Kaminecke gewesen, die keine Bewandtnis mehr hatte im Schlafzimmer. Und dann haben wir da so ein Stückchen reingebohrt, dann lief da noch das Wasser raus, dann bröselten die ganzen Wände runter. Also das war so heftig, dass, ne, man hat gedacht, man muss auch nur so ein Stück abmachen, aber das ist so hochgezogen bis in die Decken rein, dann flog die erste Decke, dann hatte ich ein Loch im Dach, dann musste ich schnell die Dachdecke holen, damit die das wieder zumachen, dann haben wir das alles abgestützt, ne? Also das sah schon krass aus. Also bei der ersten Wand habe ich noch geheult und war fertig, aber irgendwann habe ich gesagt, ja, jetzt ist es auch real, ne? Also es nützt nichts, ne? Ja gut, wir hatten das Glück, in Anführungsstrichen, dass das kein Eigentum ist und unsere Vermieterin war gut versichert. Also es war tatsächlich nur, also unser materieller Schaden, weil wir hatten zwar eine Hausratversicherung, aber halt keine Elementarschäden. Ja, wir haben auch ein halbes Jahr woanders gewohnt, ne, bei unseren besten Freunden, die uns in ihr Schlafzimmer gelassen haben, zu dritt mit dem Kind. Ja, und wir haben dann die Zeit genutzt und da auch vorangemacht, ne, genau. Aber deswegen umso mehr Respekt, dass, ne, ihr trotzdem noch geholfen habt und auch René immer noch. Also das ist ja Wahnsinn. Ne? Also seht ihr das auch so, dass weiterhin Hilfe gebraucht wird hier? Ja, absolut. Absolut. Das, ne, auch hier in der Nachbarschaft und wie gesagt auch bei Freunden und so, die wir sind alle noch nicht fertig. Ne? Das, und ich, ne, bin ja auch öfter an der A. Das ist ja zum Heulen, was da, ne, wie manche Häuser da noch aussehen und dass es da nicht weitergeht bei manchen. Ne? Das ist so traurig und so schlimm. Deswegen, ne, sind wir hier sehr demütig und sehr, sehr dankbar, dass es einem wirklich gut geht, ne? Dass es so gut weitergegangen ist. Also, das, ne, wie es manche da an der A getroffen hat. Ne? Und ja, man kennt da einige und auch die Geschichten, die man dann so hört, was manchen passiert ist. Ne? Wie viele Menschen da noch Selbstmord begangen. Also ja, es gibt ganz viele schlimme Geschichten. Deswegen, das hier kann man alles wieder aufbauen. Aber das, was manchen passiert ist, das kann man nicht wieder gut machen. Ne? Mhm. Jetzt hast du erstmal auf jeden Fall ein gutes Geschenk bekommen. Ja, absolut. Sollen wir vielleicht mal gucken Richtung dem Schlafbereich, dass wir da mal hingehen? Hier habe ich noch so einen kleinen Hof. Und jetzt hier dieser Aufbau, den habe ich jetzt auch neu machen lassen, weil ich vorher einen Abgang zum Keller hatte. Und damit das aber komplett dicht ist und nie wieder da Wasser reinkommt, da habe ich das jetzt alles zumachen lassen. Ne? Das Wasser hat ungefähr so bis hier gestanden. Und dadurch ist das halt komplett auch hochgezogen, in die Decke auch rein. Und wir mussten hier alles abreißen, die ganzen Wände. Jetzt haben wir natürlich alles wieder schön, ne? Ich bin auch sehr glücklich. Der Aufbau war ungefähr so ähnlich. Die Wand ist etwas hier rüber gerückt.
Aber das Bad war da, war die Tür halt auf der anderen Seite, ne? Und hier hatte ich das vorher auch so mit diesem Raum, wo man nach draußen dann noch kann. Hier war so eine Glasschiebetüre. Da hatte ich auch vorher den begehbaren Kleiderschrank und dann war hier so eine Glastüre. Ja, habe ich am Anfang noch gedacht, ach ja. Hier rausgekommen. Ja. Da haben wir uns noch Mühe gegeben, dass die Glastür nicht kaputt ist. Ja, ne? Genau. Ja, man hat ja auch gedacht, man muss ein bisschen muss das trocknen. Ne? Dann hat man endlich ein Trockengerät, habe ich noch aus Berlin. Hat mir jemand noch zwei Trockengeräte gebracht und all sowas. Ne? Mhm. Weil man ja hier nichts bekommen hat. Ne? Und da hast du noch mal so eine Stelle mit. Da haben wir das auch extra so gemacht, weil die Mauer vorher, die von der Farbe war die anders. Wir haben die dann angemalt, die Steine. Die war eigentlich nicht so schön, aber dann haben wir die improvisiert und angemalt. Und dann fiel mir nachher noch ein, dass ich da noch eine Lampe, die ist übrig geblieben, noch von vorher. Und dann muss ich da oben aber das noch zumachen. Dann. Und hier habe ich... jetzt im Nachhinein habe ich nämlich eine Fotogalerie gemacht mit Fotos, die, wie das hier so war, ne? In Euskirchen. Und so hat es hinten bei mir ausgesehen dann, ne? Wo wir alles abgerissen haben. Ne? Da war die Decke weg, das Dach abgestürzt. Hier auch so, ne? Von den Helfern und Kollegen und so. Mhm. Sabine ist so eine richtige Powerfrau, eine richtige Macherin. Wahnsinn, was sie selber jetzt schon in ihrem Haus alles geschafft hat. Und man muss ja echt sagen, sie hat wirklich ein Händchen dafür, Dinge zu entdecken, die jetzt so nach der Flut durch das Stemmen plötzlich sich gezeigt haben. Wie diese fantastische Wand im Wohnzimmer mit diesem Loch und den Playmobil-Figuren, die immer daran erinnern, dass die Helfer sie unterstützt hat. Und dank deiner Spende ist das möglich, dass jetzt diese Treppe renoviert wird und sie dann auch wieder einen richtig guten Zugang zum Keller bekommt. Dafür sage ich einfach jetzt Danke und du weißt ja, wenn du nichts mehr verpassen möchtest, soll ich es nochmal sagen? Da unten, da gibt es den Button, da drückst du drauf und die Glocke nicht vergessen. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal wieder.